Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Sachsen-Derby der Eispiraten Crimmitschau gegen die Dresdner Eislöwen. Heute im Kunstheißstadion in Crimmitschau vor 3.424 Zuschauern. 1:4 der Endstand, der Sieg für die Gäste aus Dresden. Bei mir die Trainer der beiden Teams, Niklas Sundblatt, Trainer der Dresdner Eislöwen, und Jussi Torres, Headcoach der Eispiraten Crimmitschau. Wie immer zunächst das Wort an den Gästecoach. Zu Niklas, Glückwunsch zum Sieg und deine Einschätzung zur Partie. Ja, vielen Dank dann. Ja, erstmal Kulisse vom Spiel ist, ich muss echt sagen, überragend von beiden Fanblöcke her. Es ist schön, so eine Atmosphäre haben und spielen vorne, und vor allem bin ich auch zufrieden mit so viele Leute aus Dresden kommen, macht eine riesen Stimmung für uns. So, Dankeschön an unsere Fans für die. Okay, zum Spiel. Ja, wir kriegen die wichtige 1-0 und wir können auch in die Führung gehen, in die Drittelpause mit 2-1. Ich glaube, das ist sehr entscheidend für das Spiel. Wir können mit das Polster spielen, das ganze Spiel, und dann kriegen wir 3-1 und wir können sehr gut defensiv stehen und kreieren Chancen, wenn wir brauchten. Dani war stark im Tor, vor allem die letzten 10 Minuten hat ein bisschen mehr Druck auf uns gemacht, aber dann war Dani aus dem Rücken auf uns. Sehr stark. Vierte Reihe, wieder der zwei Spiele hintereinander Tore für uns macht. Das hilft uns viel, wenn man kriegt dieses Scoring von der Tiefe in der Mannschaft auch. In diesem Fall war Matthias Pischoff, glaube ich, oder Maracek, der Tore gemacht. So, das war gut für uns. Derby-Sieg. Martin, es ist Spaß. Letztes Jahr haben wir verloren in den Winter Games da. Es war schön, dass wir können heute gewinnen und zeigen, wie stark wir sind als Mannschaft. So, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und genieße den Sieg. Danke. Vielen Dank an Niklas Sundblatt für seine Einschätzung nach dieser Partie. Ich gebe das Wort damit an Jussi Torres und seine Einschätzung. So, Jussi, your statement after this game. Congrats, Dresden. Tough, really tough for us at the moment. Again, like, I can't ask a lot more from the boys in the locker room. They gave everything they had today. They were battling hard. I think we played a good game again. We didn't give up too many chances. We created enough chances to score way more goals than one. Things are not just going our way here. We just have to fight this off, because at some point these bounces have to start turning into our favor. Right before the second goal, we hit the crossbar. Then we got the double post over there, and it's not just going in for us. And those momentums, when you're pressing, you have chances, and then the opponent comes in and a nice tip goal. It kills us. It's really tough to come up from that again, because you know you got to create 7 to 10 scoring chances to score one goal at the moment. And that's really tough for us. But I also want to thank our fans. Like, these games are amazing to play here when we play derby games, and it's so loud, and it gives us a lot of energy. And that also shows in our locker room the frustration level to not be able to bring these fans the victories here in these games. It's really tough, and we really take it to the heart, everybody in the team. Thank you. Vielen Dank an Jussi Torres, liebe Zuschauer, ich darf für Sie noch zusammenfassen. Er sagt natürlich Glückwunsch an Niklas Sundblatt und seine Mannschaft. Es ist schwer, richtig schwer, so Jussi Torres. Wieder haben seine Jungs in seinen Augen alles gegeben. Er kann seinem Team nicht wirklich einen richtigen Vorwurf machen. Es war ein gutes Spiel, sie haben sich Chancen kreiert und nicht zu viele Chancen an den Gegner abgegeben. Aber er sagt, derzeit ist es einfach schwierig, mit den Situationen umzugehen, ein Lattentreffer, der doppelte Pfostentreffer, und am Ende schießt der Gegner aus seiner Sicht recht einfach Tore. Sein Team braucht 7 bis 10 Chancen, um am Ende einen Treffer zu erzielen. Er sagt aber danke ganz explizit an dieser Stelle nochmal an die Fans hier im Stadion für diese tolle Stimmung, für diese Derby-Spiele, die er auch nochmal heraushebt. Und es ist frustrierend für seine Mannschaft, für ihn ganz persönlich, am Ende kein Sieg für die Fans und für den Aufwand liefern, mitgeben zu können. Soweit die Einschätzungen der beiden Trainer. Gibt es Fragen seitens der anwesenden Pressevertreter? Das ist nicht der Fall. Liebe Zuschauer, ich darf Sie an dieser Stelle einladen zum nächsten Heimspiel hier ins Kunstheißstadion in Crimmitschau. Sonntag, 13. Oktober, 17 Uhr. Dann empfangen die Eispiraten Crimmitschau die Eisbären aus Regensburg. Unseren Gästen, Herr Sundblatt, Ihnen, Ihre Mannschaft, gute und sichere Heimreise nach Dresden. Viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Freitag. Tschüss und ciao aus Crimmitschau.